Puh. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ali der Bastler. In dieser Folge werde ich eine Spardose bauen und zwar aus Resten. Wieder mal. Ja, aber ich habe hier letztens ein bisschen aufgeräumt, da ist mir aufgefallen, ich habe hier noch ein paar Sachen liegen. Und ja, aus diesen Sachen werde ich dann die Spardose bauen. Nach dem Intro geht es weiter. So, jetzt haben wir hier natürlich unbrauchbare Stellen. Die werden wir erstmal aussägen. Das Foto, was ich hier habe, beziehungsweise die Größe, die werde ich jetzt hier mal kurz ungefähr, ja, das reicht. Auf jeden Fall hier am Rand die unbrauchbaren Stellen erstmal raussägen. Und dann können wir weitermachen. Dann kommen wir zum eigentlichen Maß. So, nachdem ich jetzt hier die Bretter alle auf Maß zugeschnitten habe, klar, sehen manche Stellen nicht so schön aus, das werde ich aber nachher abschleifen, alles ordentlich. So, werden wir dem Ganzen erstmal eine Gärung verpassen. So, was haben wir hier? Sagen wir mal 11 mm tief. Das ist noch was zu hoch. So. Ich habe das jetzt mal provisorisch mal zusammengesteckt. Es ist natürlich jetzt nicht überall in jeder Ecke perfekt. Das wird noch verleimt. Jetzt habe ich aber einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich ja die Rückwand ausziehbar gemacht. Das ist ja auch schon soweit okay. Da kann man das Ganze nämlich öffnen. Jetzt ist aber das Problem, wenn ich das jetzt verleime, dann ist aber das Bild für die Ewigkeit sozusagen drin. Das Bild würde man so nicht rausbekommen. Ja, liebe Freunde, an dieser Stelle möchte ich euch kurz erklären, was mir an dem Projekt nicht gefallen hat. Erstens die ausziehbare Rückwand. Ist zwar vom Prinzip her nicht schlecht, also eine gute Idee, aber die Seitenwand, das Seitenteil, was man abnehmen soll, das gefällt mir nicht. Erstens wird es durch die Gärung instabil, das heißt, das Teil wird immer wieder rausrutschen. Und zweitens wird man dann den Spalt an der Gärung erkennen. Das gefällt mir nicht. Vielmehr würde es Sinn machen, wenn man das Ganze oben abnehmbar macht und dann noch nicht mal unbedingt eine ausziehbare Rückwand. Somit hat man die Öffnung oben und es ist etwas stabiler. Das werde ich aber euch in den folgenden Minuten zeigen. Ja, und hier versuche ich das Projekt noch zu retten. Erst werden die Gärungen durchgesägt, sodass wir wieder eine gerade Kante haben und später dann einen Falz reinsägen. Der gesamte Kasten, also die Konstruktion, wird dadurch ein bisschen kleiner, aber das ist auch gar nicht so schlimm, denn alle anderen Sachen kann man ja auch noch ein bisschen kleiner sägen und das Foto wird dann später auch noch zugeschnitten. Hier würde ich euch raten, etwas vorsichtiger mit dem Material durchzufahren, weil das ja schon eine gefährliche oder heikle Sache ist.
So, nachdem ich hier alles jetzt auf Maß zugesägt habe, die Nuten, also die Bretter, die habe ich auch ein bisschen schmäler gemacht, neue Nuten reingemacht, die sind halt auch ein bisschen etwas schmäler, damit die Rückwand fester drin sitzt. So, jetzt werde ich hier überall einen Falz reinmachen. Ich hoffe, ich kriege das auch jetzt etwas besser hin als mit den Gärungen, dass das genauer ist. Schauen wir mal. So, wie wir das jetzt mit dem Falz machen, ganz einfach. Das lange Stück bleibt, der wird quasi etwas reingesetzt. Die Falztiefe ist die Hälfte von dem Material und die Falzbreite ist die Dicke von dem Material. So, hier haben wir die Markierung, unseren Anschlag. Wenn wir jetzt hier auf die Seite setzen. Jetzt habe ich den Anschlag auf die andere Seite gemacht. Wenn ich hier jetzt die Fläche durchsägen will, werde ich einfach die Platte hin und her bewegen. Mit der Zähne los, ist sie kaputt los. So. Gut. Schieben wir das Ding mal hier rein und hoffen, dass es passt, dass das soweit okay ist. Ja, ein bisschen so rüber. Ja, es passt. Das ist auch schon mal fertig. Boah, das sollte eigentlich so richtig sein. Dann legen wir das mal. Da ist jetzt noch die Schutzfolie drauf. Das ist auch gut so. Sonst hätte man schon längst Kratzer drauf. MIB, Man is back. Möchte gern. Sieht das nicht geil aus? Die Note. Hier die Fläche und natürlich hier die an der Seite, diese kleine Fläche auch verleimen.
Dann wird auf der anderen Seite dasselbe gemacht. Und dann setzen wir einfach hier die Rückwand rein. Ganz einfach. Dann kann man das schon mal so leicht andrücken und darauf achten, dass man im Winkel bleibt. Hier ist es nicht im Winkel. Hier auch noch nicht so ganz. Richtig, ja. Also was habe ich gemacht? Habe das verleimt und die Zwingen angebracht. Jetzt habe ich hier die Seite miteinander zusammengedrückt. Allerdings, wenn ich hier dran ziehe, dann ziehe ich auch automatisch die Seitenwand so nach innen. Und somit war das Ganze nicht im Winkel. Also habe ich hier diese Strebe reingelegt, damit das schön im Winkel ist. Es ist im Winkel auf der Seite. Den Leim. Und dann schauen wir hier nochmal. Ja, wirklich eine sehr, sehr minimale Abweichung. Also keine 100%, sondern, naja, 98 oder 99%. Jetzt machen wir mal die Zwingen ab. Wir sind jetzt mittlerweile eine halbe Stunde rum. Gut, die Zwingen haben wir jetzt mal abgemacht. Nehmen das Stück hier weg, schmeißen es auch am besten direkt in die Tonne. Jetzt haben wir hier unser Stück, was hier rein passen sollte. Nein, jetzt ist das doch ein bisschen zu. Es ist ein Millimeter. Okay, das passt so. Lieber ein bisschen fest, schön dicht, als zu locker. Schuhe und schütteln. Ja, genau. Also, okay. Geht ja doch. So, okay. Das wird jetzt nicht sehr dunkel, weil das Teil ja nicht, weil das Holz ja schön glatt geschliffen ist und nicht viel aufsaugt. Ja, wird das jetzt nicht unbedingt sehr dunkel sein, aber es bekommt auf jeden Fall einen ordentlichen Farbton. So ein etwas dunkler halt. Auch lackieren, also ein Farbton, ob weiß oder schwarz, weiß, blau, egal wie. Man kann es beizen. Bei dem Zeug müsst ihr wirklich aufpassen, wenn das trocknet, dann wird es klebrig. Also wirklich, wenn ihr zu viel Überschuss habt, dann auch wirklich direkt abwischen. Seht ihr, das war eigentlich hier die Stirnkante ist halt, saugt halt mehr, weil es nicht so glatt geschliffen ist. Und die Fläche ist dagegen etwas heller, weil es weniger saugt. Und auch hier ist es etwas rauer. Deswegen saugt es halt, wie gesagt, etwas mehr. Das Überschüssige wische ich nachher ab.
Und ja, dann können wir gleich eigentlich auch schon zusammenstellen oder fertigstellen. Habe ich irgendwas vergessen? Nein. So, liebe Freunde, wir wären soweit. Wir schieben jetzt mal die Rückwand rein. Das machen wir aber gleich beides alles zusammen. Dann ziehen wir mal die Folie ab, die Schutzfolie von der Plexiglasscheibe. Auf der anderen Seite ebenso. Dann legen wir das mal hier drauf. Na komm, so, hier rein. Dann kommt der Deckel einfach zu. Gut, dass das schön eng ist. Dann löst sich das auch nicht so schnell. Und so sieht das Ergebnis aus. Also ihr seht, hier ist ein Spalt da oben auch. Also das ist jetzt nicht perfekt. Wie gesagt, es ist ein Bastelprojekt und nichts Perfektes. Aber von der Funktion her, als Geschenk, ja, kann man es gerne bauen. So, liebe Freunde, das Projekt Spardose, Bilderrahmen, Spardose ist fertig. Ich hoffe, es gefällt euch. Es hat mich einige Nerven gekostet, weil der erste Versuch ja mit den Gärungen fehlgeschlagen ist. Habe ich das auf meine Art und Weise gerettet. Nach dem Schliff, die glatte Oberfläche und dem Einölen, finde ich, sieht das Ganze schön aus. Man kann, wie gesagt, hier oben hat man den Schlitz. Man kann das Ganze öffnen. Ja, das ist auch einerseits gut, dass das etwas schwer zugeht, weil da brauche ich das nicht nochmal zusätzlich mit Magneten zu bestücken. Es steht ja sowieso auf dem Tisch, auf dem Regal, also auf dem Schrank oder sonst wo. Daher ist das eigentlich auch gar nicht so relevant, ob das jetzt fest sitzt oder nicht. Ja, wenn euch das Projekt gefallen hat, liebe Freunde, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Und falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, Tipps oder Ideen, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Kritik sowieso. Liebe Freunde, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, falls ich es heute noch schaffe, das Video hochzuladen. Ansonsten, wie gesagt, eine schöne restliche Woche, einen schönen Wochenstart, wie auch immer. So, ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Ciao.